auf den Baum. Oh je, gerade jetzt sind so viele da. Tu was, Markus. Na, was ist denn? Na los, hüpf! Hey, warum rennst du nicht gleich davon? Ich glaube, es geht ihm gar nicht gut. Es schläft mit offenen Augen. Ach, vielleicht hat es nur Hunger. Gib ihm was zu essen. Oh, na klar. Ich hole was, Moment! Gleich bekommst du Nüsse, mein Kleiner, dann geht's dir besser. Hier, bedient euch! Das schmeckt gut. Na komm, friss. Sind alle für dich. Ja, friss alle auf. Gut so. Es war also wirklich nur hungrig. Oh, seht mal da. Die anderen müssen auch was bekommen. Natürlich. Kommt alle hierher. Sie werden nicht kommen, solange wir hier sind. Richtig. Ich streue die Nüsse aus und ihr versteckt euch irgendwo. Ja, los, ja, das machen wir. Das ist ein gutes Versteck. Verstecken wir uns. Ach ja, das ist ein gutes Versteck. Komm, Corinna. Komm, Ida! Na komm schon, was machst du denn da? Ida! Ida, was ist denn? Komm! Was macht meine Schwester da eigentlich? Bestimmt sind sie sehr hungrig. Die Schneedecke ist dick, da ist es nicht einfach für die Tiere, Gras und andere Pflanzen zu finden. Die Nüsse sind für sie ein Leckerbissen. Ah? Oh, mein Magen knurrt so. Kaninchen müsste man sein. Ach, Ida! Ich hab auch Hunger. Ist ja auch schon Mittag. Wir sollten uns auf den Weg machen, sonst gibt's Ärger. Gut, gehen wir. Ich möchte Ihnen noch zuschauen. Wir kommen doch wieder. Keine Angst, wir passen auf, dass ihr nicht verhungert. Auf Wiedersehen. Seid vorsichtig. Bis bald. Komm schon, Ida, los. Bis bald. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum das eine Kaninchen nicht weggelaufen ist, wie all die anderen, als der Fuchs gekommen ist. Das war so eine Art Lockkaninchen. So wie ein Lockvogel? Es hat absichtlich den Fuchs abgelenkt. So hatten alle anderen die Möglichkeit zu entwischen. Aber wir haben es gerettet. Zum Glück. Hast du die Ohren von laufenden Kaninchen beobachtet? Aber natürlich. Das war ja der Hauptgrund, weshalb ich mitgekommen bin. Und jetzt weiß ich ganz genau, dass... Das war gemein. Komm schon, hat doch nicht wehgetan. Schlafmütze lässt mich einfach fallen. Wenn du so viel Kraft hast zu schreien, dann muss ich dich auch nicht mehr durch die Gegend schleppen.
Geht's nicht noch ein bisschen lauter? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Ich sperre die Löffel auf. Hört mal! Das hört sich doch an wie Bonnie, stimmt's? Ja! Die Rentiere kommen. Herr Almas ist auch dabei. Lauf, mein Junge, lauf! Ja, hey, hey! Hey, Bretto, bleib stehen! Hallo, Herr Almas! Schön, euch zu sehen, Kinder. Aber was macht ihr denn hier? In der Gegend habe ich euch nicht vermutet. Wir sind den Spuren der Kaninchen gefolgt und haben sie auch gefunden. Sie waren sehr hungrig. Ja, dann habt ihr ja heute viel erlebt. Dürfen wir auf den Rentieren nach Hause reiten, bitte? Ich kann mich kaum noch auf den Bein halten. Ich wollte auch nach Hause. Steigt auf, macht's euch bequem. Oh, danke schön, Almas, danke schön. Ida, du musst nicht mehr weit laufen. Wir dürfen auf den Rentieren reiten. Aber wie soll ich von hier bis zu den Rentieren kommen? Auf Wiedersehen, Kaninchen, bis bald. Auf Wiedersehen. Ja, ich gewinne! Lauf! Elisa, gleich habe ich dich eingeholt! Na los! Weiter so, ja, lauf! Das ist nicht für mich, mir ist schlecht. Dass die Kinder auf Rentieren nach Hause reiten dürfen, war ein weiterer Höhepunkt des Tages. Alle waren sehr glücklich. Naja, mit einer Ausnahme. Ihr habt tatsächlich die Kaninchen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Sie waren sehr ausgehungert. Nur gut, dass wir den großen Korb mit Nüssen dabei hatten. Wir haben dann alle verteilt. Mir war ganz schlecht vor Hunger, aber keiner hat mir eine Nuss geschenkt. Ist doch gemein. Ida, gleich werde ich böse. Ida, du bekommst heute Abend eine Extraportion. Es ist genug für alle da. Vielen Dank, Nikolaus, aber wir haben zu Hause auch reichlich Nüsse. Ich will sie aber jetzt haben. Ida, ich kann sehr ungemütlich werden. Hättest du gedacht, dass Markus ganz viel über Kaninchen zu berichten weiß? Ich hab gestaunt. Unglaublich. Ah. Ja, stimmt genau. Er ist ein Kaninchenprofessor. Was erzählst du denn da? Ich verrate euch noch was. Kaninchen brauchen nur 2 Wochen, um so richtig erwachsen zu werden. Hä? Nur 14 Tage? Die brauchen nicht so lange wie wir, hat aber auch Nachteile. Sag mal, Liloki, hast du das eigentlich gewusst? Ehrlich gesagt, nein. Du etwa? Also, wenn du mich fragst, ich hab schon mal... Ihr Lieben, jetzt wird's ja ganz schön peinlich. Was sollen die Kinder von euch denken? Dann möchte ich diese Frage doch mal an dich weitergeben. Ich natürlich. Also, wenn ich's genau überlege, dann... Ha, auch nicht gewusst. Da hast du mich ertappt. Jetzt ist's raus. Sie sind noch nicht gekommen, Buschel. Elisa, geh ins Bett. Du musst schlafen. Ja. Du hast es gut hier. Du bekommst immer dein Fressen und musst auch nicht frieren. Die Kaninchen im Wald haben es im Winter sehr schwer, Futter zu finden. Ich muss immer an sie denken. Ich hoffe nur, dass sie sich von mir helfen lassen. Warum bist du denn so aufgeregt? Sie haben es gefunden! Elisa war sehr froh, dass die Kaninchen aus dem Wald bis ans Haus kamen. Sie entdeckten die Nüsse, die Elisa für sie ausgestreut hatte. Ganz und gar glücklich schaute sie noch lange den Kaninchen zu.